In der Notaufnahme geht es heute hektisch zu. So hektisch, dass Dr. Niklas Klemm und Schwester Selvia in der Eile wortwörtlich aneinander geraten, während gerade ihr nächster Notfall eintrifft. Der 21-jährige Felix und dessen Freundin Annika sind von Unbekannten brutal überfallen worden. Wer sind Sie? Hannes Malan. Okay. Ich bin der Vater von Annika und Felix ist ihr Freund. Okay, ich habe mich angerufen. Ich habe auch schon seine Mutter verständigt. Dürfen alle hier drin sein? Jeden Moment hier sein. Okay. Dann berichten Sie noch mal in Ruhe. Sie waren dabei, ja? Was ist genau passiert? Ja, wir wurden angegriffen. Da kam einer. Wir waren gerade auf dem Weg zu unserer Lieblingskneipe. Und dann kam da einer und der hat ihn total verprügelt. Die ganze Zeit auf ihn eingeschlagen. Sie haben mich angerufen. Ich bin direkt hin und habe die beiden gesehen und in das Auto gepackt und bin direkt hier hingefahren. Also, klar. Sieht ja übel aus. Gut, ja, dann wollen wir es einmal angucken. Können Sie das vielleicht einmal hier wegnehmen? Erst einmal in Ruhe. Das können wir einmal hier zur Seite kurz legen. Haben Sie irgendwo im Körper noch Schmerzen oder ist das hauptsächlich oben im Gesichtsbereich? Frau Silke-Boots ist hier die Mutter von Felix. Mutter. Komm doch mit rein. Danke. Felix. Hallo Silke. Ach du meine Güte, wie siehst du denn aus? Yes. Liebe Zeit. Ich war gerade auf dem Geburtstag, als Annikas Vater angerufen hat, dass du hier bist. Er hat was vom Überfall erzählt. Was ist denn da genau passiert? Der versuchen auch gerade rauszufinden. Es wurde berichtet, dass er zusammen mit seiner Freundin überfallen wurde und wurde zusammengeschlagen. Irgendwie ja. Gerade wollen wir mal ein bisschen untersuchen. Fragen mal, wo sind eigentlich die Schmerzen? Sind die Schmerzen im oberen Bereich oder tut Ihnen irgendwas anderes am Körper weh? Nur im Kopf oben? Hier unten tut gar nichts weh? Okay. Versuchen mal ruhig zu bleiben. Können Sie einmal die Augen aufmachen, bitte? Ja. Waren Sie denn ohnmächtig? Ganz kurz weg. Ja, aber warum sprechen Sie denn nicht mit uns? Also war. Seine Zähne, da ist was. An Ihren Zähnen ist etwas. Sie wollen den Mund nicht aufmachen oder was ist das? Da ist irgendwas locker oder so. Okay, Sie können jetzt einmal. Was anderes können wir sowieso nicht machen, müssen es einmal genauer angucken. Gegebenenfalls einmal können Sie einmal kurz aufmachen. Oh ja, da ist auch drin was am Bluten. Oi. Mhm. Und vorne an Schneidezähnen tut es am meisten weh, hier oben, ne? Mit einem Zahntrauma ist erstmal nicht zu spaßen. Und wenn dann Zähne wackelig sind, sollte man doch gerade bei den bleibenden Zähnen schnellstmöglich einen Facharzt dafür aufsuchen, einen Zahnmediziner oder Kieferorthopäden, der die weitere Behandlung einleiten kann. Wir müssen auf jeden Fall weitere Untersuchungen machen, auch eine Bildgebung vom Kopf, er war ohnmächtig. Ja. Ich würde da sehr wahrscheinlich den CT vom Kopf einmal machen, um zu schauen, ob irgendwelche Brüche im Mittelgesicht sind. Da kann man auch die Kiefer noch mal genauer angucken, gerade wenn er so Schmerzen hat, weiß man nicht, kommt das wirklich von den Zähnen, vielleicht doch etwas am Kiefer. Und halt diese Ohnmacht ist halt schon ein Risikozeichen. Darüber hinaus würde hinten in der Radiologie, würde ich einmal die Kieferorthopäden anrufen, dass die einmal sich die Zähne angucken. Die müssen dann eine Handlungsempfehlung zu machen, das ist wirklich nicht mein Gebiet. Ja, scheinbar bei Ihnen ist überhaupt nichts passiert. Alles okay, mir geht's gut. Sieht sehr blass aus, Annika. Ist total bleich im Gesicht. Gut, schauen wir. Wir gucken Sie gleich auch mal kurz an. Erst einmal ganz kurz. Ja, einmal mal hinsetzen. Annika. Bleiben Sie mal sitzen. Alles gut. Annika, was ist denn mit dir? Zunächst dachte ich, es gäbe zwei Faktoren, weshalb die Freundin ohnmächtig geworden ist. Zum einen der physische Stress durch den Überfall, da steckt keiner so leicht weg. Darüber hinaus die Verletzung des Freundes, der offenkundig ja auch große Schmerzen hatte. Ich dachte, diese Kombination zusammen würde dazu führen, dass sie ohnmächtig geworden ist. Wenig später zeigte sich aber dann, dass das nicht alleine die beiden Gründe waren, die auch gar nicht gestimmt hatten, sondern dass noch viel mehr dazu gekommen ist. Ihr könnt schon mal in Radiologie fahren. Würdest du sie ein bisschen durchmessen, kurz, dass wir einen Sachen haben, Blutdruck einmal messen? Komm dann mit meinem Sohn. Ja, okay, dann können Sie Ihren Sohn begleiten. Ja. Sehr gute Idee. Okay, und jetzt geht's wieder besser, ja? Also Sie haben keine Schläge abbekommen, Ihnen ist nichts passiert, Sie sind nicht irgendwie irgendwo gegengeprallt, sonst etwas? Nein, alles gut. Okay, können Sie mich einmal kurz angucken? Ja. Okay, da ist aber alles in Ordnung soweit. Hast du die Rötung im Arm gesehen? Was ist denn hier passiert? Alles gut. Das ist so flächig. Passt ja irgendwie nicht, dass man hingekommen. Was haben Sie hier am Arm gemacht? Ja, sieht man. Hier ist ja auch alles rot. Das tut okay. Was denn da? Hier ist das auch alles etwas gerötet. 90, 60. Hier geht das auch weiter. Darf ich mal kurz. Ich meine, sie ist ja überall da rot am Oberkörper. Das ist eine Nudel. Und auf einmal habe ich da Spaghettis gesehen. Ich dachte erst, das wäre ein Fussel. Dann habe ich der Geschichte überhaupt nicht mehr folgen können. Das ist ja ein Essensrest oder was ist das? Ja, das sieht so aus. Sie hat auch ein bisschen Soße noch da. Ich weiß nicht, ob du das erkennen kannst. Hier ist noch ein bisschen Soße. Haben Sie sich vielleicht verbrüht? Ja, aber ich glaube, wo sollen Sie sich verbrüht haben? Ja, das ist ja jetzt die Frage. Da
Sie hätte eigentlich gesagt, sie wäre irgendwie nicht angegangen worden und nichts bei dem deswegen, Überfall. Deswegen, aber sie hat ja alles abbekommen, Gott sei Dank. Ich würde sagen, wir lassen sie jetzt erstmal ganz kurz sich ein bisschen beruhigen. Würdest du ihr einen Zugang legen? Mach ich. Einfach mal einen Liter Jono, dass sie ein bisschen Flüssigkeit hat und dann versorgen ein bisschen die Salben. Ich komme jetzt 10 Minuten nochmal wieder, wenn sie sich ein bisschen beruhigt hat. Okay, sie dann können ruhig. Okay, alles klar. Wollen Sie mal kurz ein Momentchen mitkommen? Wir können. Ich kann 10 Minuten mal in Ruhe. Kann sie kurz. Kann sie jetzt nicht allein lassen? Doch, kommen Sie kurz ein Momentchen mit. Können wir gleich in 10 Minuten hier wieder zurückgehen, ja? Ich hatte das Gefühl, dass die Geschichte nicht so ganz zusammenpasst. Deswegen halte ich es für sehr angemessen gehalten, dass ich den Vater einmal kurz rausführe und der Patientin ein paar Minuten Zeit gebe, sich zu regenerieren und zu fangen, bevor wir weiter der Ursache auf den Grund gehen konnten. Die 19-jährige Annika hat sich offenbar schwere Verbrühungen am Oberkörper und am rechten Arm zugezogen. Die Frage ist allerdings, wie die mit dem vorangegangenen Überfall zusammenhängen sollen. Sowohl Dr. Niklas Klemm als auch der Vater der jungen Frau hoffen, dass das Paar ihnen Antworten liefert. So, da sind wir wieder. Hallo, wie geht's? Besser. Besser? Sieht zwar unfassbar beschissen aus, aber Hauptsache, wir stehen ja bleiben drin. Er hat dann vom Kieferorthopäden eine Zahnschiene bekommen. Der Kollege hat mir berichtet, dass er diese Schiene nun für einige Wochen tragen muss. Das führt dazu, dass der Zahn in seiner Position gehalten wird und sich wieder verfestigen kann, damit die drohende Gefahr des Zahnverlustes abgewendet werden kann. Ich gucke mir einmal kurz die Bilder an. Ich habe mit dem Radiologen auch schon grob telefoniert. Und der sagte auch, dass bei Ihnen nichts auffällig sei. Das ist schon mal die gute Nachricht. Also das CT zeigt nichts, worüber man sich Sorgen machen muss. Es gibt keine Brüche, so wie wir das klinisch auch vermutet hatten. Okay. Die Nase ist in Ordnung. Und ich bin nicht beruhigt. Ja, das ist so ein bisschen die andere Sache. Wir wissen ja im Moment nicht so genau, wo die Verbrennungen herkommen. Ja, ich bin ja froh, dass bei dir nichts Schlimmes ist, Felix. Aber wo hat Annika die Verbrühungen her? Sie hat total die Verbrühungen oben. Was sind für Verbrennungen? Ja, im ganzen Oberkörper. Sie ist knallerot und... Das ist ich weiß nichts, ehrlich nicht. Sie waren doch zusammen, also ich habe das doch richtig verstanden, dass sie zusammen waren. Dann sind sie überfallen worden. Ja, eben. Und das muss ja dann davor dann passiert sein. Seit wann sind die denn zusammen? Ich habe so verstanden. Seit ungefähr einem Jahr sind sie zusammen. Nee, ich meine heute, den ganzen Tag. Ja, eigentlich schon. Also, ja. Haben Sie nicht mitbekommen, wann und ob sie sich verbrüht hat? Nee, sagt man das absolut nicht. Felix, das mit dem Überfall glaube ich dir nicht mehr. Also wollt ihr eigentlich alle von hier? Versuchen ja das nur zu verstehen. Ich hab das euch schon tausendmal erklärt. Du bist so ein vernünftiger Junge, Felix. Ich meine, wir kennen uns jetzt ja schon ein bisschen. Sag doch einfach, was passiert ist. Ich mach mir doch um Annika. Ist das eigentlich euer Scheiß-Ernst? Es passt gar nicht zusammen, Felix. Also warum schießt du dich eigentlich so auf? Du bist ja dein Vater. Aber ich bin deine Mutter. Und raus mit der Sprache jetzt. Ihr verhört mich wie ein kleines Kind, ey. Das Felix, was ist los? Wir wollen wissen, was passiert ist. Das macht doch alles gar keinen Sinn. Wo gehst du überhaupt hin? Felix, jetzt bleib doch. Die Untersuchungen sind doch noch gar nicht fertig. Mann, hier. Entschuldigung, ich weiß gar nicht, was in meinen Sohn gefahren ist. Aber ich werde das alles klären. Ja, ganz bestimmt. Ich bekomm's raus. Felix! Bei jungen Erwachsenen oder Jugendlichen ist es oft eine Trotzreaktion, dass wenn man irgendwie genauer versucht, auf etwas nachzubohren, was die verbergen möchten, dass auf die Flucht, der Fluchtgedanke in den Vordergrund kommt, die laufen dann einfach weg. Und das ist schon eigentlich ein sehr deutliches Warnzeichen, dass irgendwas an der Geschichte nicht stimmt. Damit soll der Assistenzarzt recht behalten. Doch zunächst kümmert der Mediziner sich wieder um Patientin Annika. Die wurde mittlerweile untersucht und stationär aufgenommen. Dr. Niklas Klemm will mit der 19-Jährigen die Befunde und das weitere Vorgehen besprechen. Ich glaube, da haben sie erstmal Glück gehabt. Unabhängig davon, dass wir noch nicht genau wissen, wie das jetzt eigentlich passiert ist, sind das nur Gott sei Dank Verbrennungen ersten Grades. Das heißt, das sind oberflächliche Verbrennungen. Die werden mit ein bisschen Naturglück und einem guten Heilfleisch relativ narbenlos und ohne Probleme abheilen. Brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Okay? Sag doch jetzt mal, wie es passiert ist. Es redet nicht. Wir haben auch schon versucht, als Außenstehende, da ist das manchmal ein bisschen einfach, aber sie redet nicht. Ist schon gut. Alles gut. So. Hallo. Hallo. Felix hat mir alles erzählt. Das mit dem Überfall war wirklich gelogen. Ich denke, du hast was zu sagen, oder? Na? Soll ich anfangen? Ja, also wir waren kurz zu Hause eben gewesen. Und da habe ich das Esszimmer vorgefunden mit einem wunderbar gedeckten Tisch. Sehr schön dekoriert, mit Kerzen, allen drum und dran. Ja, und Felix war gerade in der Küche und hat das Chaos beseitigt, was da war. War ich zu Hause? Ja,
Da war der Kochtopf auf dem Boden, alles voll mit Tomatensauce, die ganzen Küchenschränke und alles voll mit Blut. Ich dachte, jetzt bist du dran. Hier war eine Kneipe. Ja, also, Ja, schieß los. Ja, das fertige Essen stand schon auf dem Herd. Und dann, ist es über uns gekommen. Wie? Und dabei hat er dann den Nudeltopf über sich geschmissen. Und ja, aus Reaktion, weil Frau so erschrocken hat, hat ist sie nach hinten gezuckt und dabei in mich hineingeklappt. Wie den Nudeltopf übergeschmissen? Ich verstehe es irgendwie die nicht. Die beiden wollten sich einen romantischen Abend machen, weil ich war auf einer Geburtstagsparty eingeladen. Und das dauert halt immer länger bei meiner besten Freundin. Und naja. Naja, aber romantische Abende sehen bei mir anders aus. Ja. Jetzt sag es doch, Mensch. Ja, wir sind sechs. Letztendlich kam heraus, dass der Freund für die Tochter ein romantisches Dinner vorbereitet hat. Er hatte auf dem Herd Spaghetti Bolognese vorbereitet. Als er ihr dann erst zuerst den Tisch gezeigt hat, wie schön alles gedeckt war, sind sie in die Küche gegangen. Er wollte ihr zeigen, was er für sie gekocht hat. Dabei hat sie die beiden überkommen. Sie hatten zusammen Sex in der Küche und die Freundin ist dann gegen den Kochtopf gestoßen. Der Inhalt des Topfes, also Spaghetti Bolognese, ist dann auf ihr Dekolleté gebrannt und sie ist nach hinten geschlagen, hat dabei ihren Freund verletzt und die Geschichte war nachvollziehbarerweise sehr, sehr peinlich für die beiden. Es tut mir leid, dass ich dich angelogen habe wegen dem Überfall, okay? Ach Gott, alles gut. Alles gut. Außer uns geht's gut, oder? Ja, genau. Ich denke, jetzt ist ein bisschen feinlich. Ja, aber es ist halt jetzt passiert und Alles in allem ist die Geschichte jetzt sehr, sehr bündig und schlüssig. Langsam, Felix, bevor jetzt wieder irgendwie ist gut, Sirin. Ja, also ich denke, demnächst einfach die Wahrheit sagen. Es gibt halt manchmal einfach peinliche Situationen im Leben. Ja. Da muss man halt danach dazu stehen, einfach kurz das klar ansprechen. Dann können wir da auch direkt alle besser drauf reagieren. Also so Zwischenfälle wie eben sind ja dann auch immer blöd. Bringt ja dann nur Streit. Ja. Von daher wird alles folgenlos ausheilen. Mit dem Zahnarzt sind sie ja weiter in Kontakt. Mit der Schiene sind sie gut versorgt. Und bei Ihnen, denke ich, wird es auch bald wieder nach Hause gehen, wenn sie sich wieder einigermaßen stabil fühlen. Die Behandlung der Patientin wird am nächsten Tag abgeschlossen sein. Sie wird dann noch ab und zu ein paar Salben auftragen müssen. Aber wird dann im guten Allgemeinzustand die stationäre Behandlung wieder verlassen können. Dann wünsche ich gute Besserung, dass das Chaos bald beseitigt wird. Und alles Gute. Schönen Tag noch. Ne? Ciao. Okay. Dankeschön. Annika wurde wie angekündigt am Tag darauf entlassen. Inzwischen ist die Haut der 19-Jährigen vollkommen verheilt. Auch ihr Freund Felix hat alles gut überstanden und kann wieder kraftvoll zubeißen. Von spontanem Sex in der Küche haben aber beide vorläufig die Nase voll.